Die Pfingstgemeinde in Deutschland, PUSH 2020, bete bis etwas Spektakuläres passiert, Tag 14, Sonntag, der 11. Oktober 2020. Unser Gebetsthema lautet, bete für offene Himmel in der Nation, Region, Bezirk, örtlich, deinem persönlichen Leben und deiner Familie. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus, dem ersten Buch Mose, auch bekannt als Genesis, Kapitel 28, Vers 10 bis 22. Ich lese aus der Bibel Hoffnung für alle. Gott begegnet Jakob. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, »Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe.« Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. »Tatsächlich, der Herr wohnt hier, und ich habe es nicht gewusst«, rief er. »Wie furchterregend ist dieser Ort! Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel.« Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, bedeutet Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Amen. Das war die Pfingstgemeinde in Deutschland. Ich wiederhole bitte noch einmal unser Gebetsthema. Bete für offene Himmel in der Nation, Region, Bezirk, örtlich, deinem persönlichen Leben und deiner Familie. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne. PUSH 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. 14e jour. Dimanche 11 octobre 2020. Nous tirons notre texte dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.
Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de son bon matin, il prit la pierre dont il y avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen. Notre sujet de prière ce jour, nous prions que Dieu ouvre les écluses des cieux dans nos églises, dans nos vies et aussi dans nos familles. Nous prions que Dieu ouvre les écluses des cieux dans nos églises, dans nos vies et aussi dans nos familles. Soyez bénis. Amen.